Hallo zusammen. Wir reden jetzt über Fehler, über die redet man immer zum Schluss. Und hier ist auch schon die Antwort. Warum ist die Fehlerkultur die unterschätzte Ressource? Sie sehen es an den Zahlen hier. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können. Das ist auch schon der erste Fehler in meiner Präsentation. Ist viel zu klein geschrieben, sollte eigentlich ja nur Bilder sein. Deshalb starte ich gleich nochmal neu und konzentriere mich auf 5 von diesen Zahlen, die gerade vorher eingeflogen sind. Die stehen für die Fehlerrate in IT-Projekten, Partnerschaften, neue Produkte, neue Talents, neue Mitarbeiter und neue Firmen, die nicht funktionieren. Mein Name ist Jutta Jährlich. Ich designe Events, Programme und Initiativen, die Menschen aktivieren, inspirieren und damit Lernen ermöglichen. Ich mache das an der Schnittstelle zwischen Ausbildung, Technologie und öffentlichen Organisationen. Seit 25 Jahren schon. Ist immer schrecklich, wenn ich diese Zahl sehe. Wie sieht das praktisch aus? Ich gestalte Räume, in denen es okay ist, Fehler zu machen, dass man einfach schneller dorthin kommt und sagt, so, jetzt habe ich was gelernt. Das sind zum Beispiel Hackathons oder meine Kurse an Hochschulen. Aber trotzdem ist es immer wieder so, wenn Fehler passieren, fühlt man sich einfach schrecklich. Sie können die Emotionen nicht abschalten, auch nach langer Zeit und vielen Üben werden sie da sein. Das Wichtige ist, dass sie es schaffen, in irgendeiner Form darüber hinwegzukommen, durchzutauchen durch die Gefühle und mit einer gewissen Coolness Lerneffekte, dieses Resultat zu sehen, das sie lernen sollen. Darum ist für mich Fehlerkultur der Schlüsselfaktor im Digitalisierungszeitalter. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich die Fuck-Up-Nights gefunden habe 2015. Was sind Fuck-Up-Nights? Das ist ein Abendformat, ein öffentlich zugänglicher, wo 3 Sprecher 7 Minuten Zeit haben, also ein bisschen mehr als heute, um eine Geschichte zu erzählen und vor allem, was sie davon gelernt haben. Eine Geschichte des Scheiterns natürlich. Ungefähr so viele Leute, wie wir hier jetzt zusammen sind. Welche Geschichten würden Sie da hören? Ich habe da so 3 Kategorien. Also die eine Kategorie sind Unternehmerinnen, wie die meisten hier im Raum, die etwas Neues ausprobiert haben, was nicht funktioniert hat. Zweite, Menschen, die aus ihrem Unternehmen rausgeschmissen wurden und neu starten mussten. Die dritte Gruppe, Geschichte des Lebens, die ich auch hier selber erzähle, weil ich bin ein Verfechter des Walk the Talk. Das heißt, man muss auch selber ausprobieren, was man anderen als Rezept weitergibt. Und das war in Vorarlberg vor 300 Leuten. Sehr spannend, sehr mit Herzklopfen verbunden. Aber es geht eigentlich darum, Fehler zur Ressource zu machen. Und deshalb möchte ich Ihnen gerne die Failure Value Cycle Methode mitgeben heute. Ich habe exemplarisch jeweils eine Frage für die 7 Schritte mitgebracht, damit Sie diese Anstoßimpulse bekommen, vielleicht das bei Ihnen anzuschauen im Unternehmen. Die erste Stufe ist Respekt. Also es geht darum, anzuerkennen, das Mindset, das Bewusstsein zu haben, was Fehler mit sich bringen und vielleicht den Umgang mit Menschen, die solche Fehler kommen sehen, ein bisschen anpassen. Der zweite Punkt ist Rehearse, das heißt üben, eine Feueralarmübung, ernstzunehmende Übungen immer wieder zu machen und zu sehen, wo passieren eigentlich die Fehler und was sind für Reaktionen notwendig, zu wissen auch, was ist ein Fehler, was ist keiner, was für unterschiedliche Typen von Fehler haben wir im Unternehmen. Der nächste Schritt ist das Recognize und das ist das eigentliche Ziel natürlich. Wir möchten die Fehler erkennen, bevor sie zum Fehler werden. Dazu müssen wir wissen, wonach wir suchen. Die Frage ist hier, wann sind Sie zum letzten Mal überrascht worden von einem Fehler, der eigentlich erkennbar sein hätte sollen. Und dann geht es in der 4. Stufe in dieses React oder Respond. Was müssen Sie tun, wenn es jetzt wirklich passiert? Sie sind in einer Krisensituation. Wie können Sie klar, deutlich und überzeugend kommunizieren in dieser Zeit, ohne Schuldzuweisungen tunlichst anzuwenden? Dann geht es in die Phase danach, reflektieren.
Hier geht es darum, offen, ehrlich zu analysieren und nicht zu fragen, wer, sondern warum, was und wie. Um das verarbeiten zu können, was passiert ist, um in die nächste Phase des Rebound zu kommen, wo man sagt, jetzt müssen wir wieder aufs Pferd raufsteigen und weitergehen und das Gelernte umsetzen und integrieren. Wichtig ist hier, dass Sie die Leute, die die Fehler gemacht haben, denen auch eine Chance geben, das Gelernte umzusetzen und weiterzutragen. Und die letzte Stufe ist das Remember. Das heißt, wir müssen diese Geschichten weitertragen für neue Mitarbeiter, die ins Unternehmen kommen und damit einfach den Zyklus schließen und wieder bei Respekt beginnen. Wie sieht das jetzt in Unternehmen aus, praktisch gesehen? Leider gibt es da keine Zauberformel und kein Standardrezept. Es ist in jedem Unternehmen anders. Es ist sogar in jeder Abteilung anders, einfach weil Fehler unterschiedlich aussehen, je nachdem, welchen Kontext und welche Aufgaben man erfüllt. Ich bin stolz, was wir erreicht haben mit der Fuck Up Nights Community von über 500 Personen in den letzten 3,5 Jahren. Wir waren im Radio, es gibt Medienecho. Und damit Sie das mal kennenlernen können, möchte ich Sie gerne einladen, am 4. Dezember bei der nächsten Fuck Up Night dabei zu sein und die Geschichten zu hören, die unsere Sprecher mitbringen werden. Und am Ende gibt es in unserem Format auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und da ich hier am Ende bin, stehe ich für Fragen zur Verfügung.